So, da sind wir wieder beim nervigen Gegner, der meint, er repariert jetzt lieber die Brücke. Tja, und ich nehme währenddessen hier Treibstofflager ein und Co. Wir geben uns in und warte darauf, dass ich brauche ein paar Scharfschützen an der Front. Also ich habe 3 MGs an der Front und 2 Panzerabwehrgeschütze. Das dürfte für den Anfang reichen, oder? Boom! Was, ich kann nur 2 Scharfschützen bauen? Lame! Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Lame! Ernsthaft, die reparieren hier wirklich die Brücke. Wie laufen unsere Befehle? Los, schwingt die Hufe. Befehle? Gut. Deckt da mal ein bisschen auf, Männer. Feuer. Tötet sie alle. Okay, jetzt wird die Brücke. Schießen die gerade ernsthaft auf den Stacheldraht und versuchen den Stacheldraht zu zerschießen? Ja. Ich weiß, die Typen sind echt in Pflaumen. Oh mein Gott, und mein Nebelwerfer ist immer noch nicht an der Front. Scharfschütze erwartet Befehle. Begeisterung, geflügelter Angriff. Ich warte mal, bis ich den Panzer erforschen kann. Scharfschütze erwartet Befehle. Scharfschütze erwartet Befehle. Scharfschütze erwartet Befehl. Befehl. Warum bewegt sich fettes Scheißteil nicht Richtung Front? Weil fettes Scheißteil sich nicht wollen bewegen zu Front. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Wir machen uns auf den Weg. Der Feind ist in der Nähe. Mal über sowas nachgedacht? Ist so gut wie erledigt. Überanstrengung von grauen Gehirnzellen. Peng! Graue Gehirnzellen geplatzt. Wie soll uns denn dieses winzige Schild Schutz bieten? Wie soll uns denn dieses winzige Schild Schutz bieten? Weißt du, in proportionale Zuordnung zur Pack 40 ist dieser Schild auch nicht gerade viel größer. Gut, Volksgrenadiere. Wir können den Kampf fortsetzen. Ich höre nichts. Wir verstecken dieses riesige Geschütz, weil es ja so riesig ist. Eine Sanitärstation, bitte. Ja, zum Glück kommt bis hierher bei mir oben nicht sehr viel, nachdem ich jetzt die Brücke gesprengt habe. Wir brauchen nicht mal eine Farbkarte zu kaufen. Oh, ich habe mal eben Spionage gemacht, ne? Jo, ist gut. Ich gehe direkt weiter auf den Tiger und dann auf den Königstiger. Was? Du haben gegen Energy Drink. So, einmal ausbauen. Mein Gott, sind das Schwachmarken. Dreimal ausbauen. Dreimal ausbauen. Viermal ausbauen. Ich bin ein derber Basser. Dann habe ich keine Arbeit. Dann habe ich keine Arbeitskraft mehr dafür. Jetzt reicht schon ein Paket. Nein, ich möchte David nicht rausschmeißen. Da ist ein Stuart. Tschüss. Jo, Daniel, hast du wieder dein Lieblingsspielzeug ausgepackt? Bam! Jo, er hat sein Lieblingsspielzeug ausgepackt. Artillerie! Ich liebe sie. Wir haben unsere Befehle. Ups. Das hast du nicht gehört, Moritz. Was denn? Dieses nix, nix. Am Ende kriegen wir hier irgendwie Drum and Let's Play ans Rohr. Was schwagt ihr es, mich zu kopieren? Also, wechsel in die Endsiegphase für den mobilen Raketenwerfer. Alter, was fährt denn mein Truck voll ins Haus? Ich gebe dir den Haltbefehl, was macht der? Rollt nach links weg ins Haus. Idiot. Kriegst du den dann noch raus? Ja, kommt in die Reichweite meiner Packs. Ja. Soll ich schneller fahren, Klaus? Ja, ich krieg ihn noch raus. Ich bin bereit, es unseren Feinden heimzuzahlen. Errichte eine Scharfschützenstellung. Jawohl, ausgezeichnet. Von dort kann ich gut schießen. Panzerdepot hat der Feind gebaut. Hey, da kommt ein Stuart! Der kam nicht mal auf die Brücke!
Und Leute, ihr seht schon, es ruckelt ein bisschen. Das liegt einzig und allein daran, dass dieser Mod sehr anspruchsvoll ist. Volkskanadiere einsatzbereit. Die Mod ist sehr anspruchsvoll. So, Tiger kann jetzt auch gebaut werden. Alter, meine dritte Pack ist immer noch nicht an der Front. Ich habe nur zwei an der Front und ich habe gute Packs. Ich höre nichts. Also ich habe zwei Pack 38er und jetzt eine Pack 40, glaube ich. Ja, los, hoch mit euch. Ja, Pack 40. Ja. Ich habe ja jetzt auch eine süße Pack 40 hier. Ich habe auch eine süße Pack 40. Ah, Pack 40. Das hat sich jetzt wirklich eklig angehört. Nett, du hast ja gleich eine 20mm Flak hingesetzt. David. Ich weiß. Süß. Und ein MG42. Noch besser. Und ich kann jetzt auf der gegenüberliegenden Flussseite wirklich alles sehen. Ich bin hier bei konstanten 8 Frames. Ich bin noch bei 12. Hast du auch die Grafikeinstellung immer noch auf allerhöchster Stufe? Ja, ich glaube schon. Gut. Aber warte, ich könnte mal die Kühlung von meinem PC ein bisschen auf. Könnte sein, dass ein bisschen Aufnahme jetzt rauscht, aber ich drehe mal ein bisschen die Lüftung auf, ne? Wofür habe ich denn die geile Lüftersteuerung angebaut? Ey! Jawohl! Hier Volkskanadiere! David, pack mal deinen Pack 40 da weg! Ja, okay, beruhig. Da kommt, das ist mein Pack 40. Da gehört seine Pack 40 hin. Wusch! Wusch! Piss dich! Die muss jetzt aufgetan werden, wollte ich gerade sagen. Hier gibt's ein Gemetzel. Meinst du nicht eher ein Massaker? Gemetzel wäre Tote auf beiden Seiten. Von dem. Die schmeißen erst auf Granaten auf die Panzersperren. So wie letztes Mal. Ja, waren hier mitten auf der Brücke waren hier Panzersperren. Und dann sind die wirklich mit ihren Infanterietrupps nur hier vorgerannt, haben da Granaten auf die Panzersperren geworfen und sind dann wieder zurückgegangen. Geht im Anflug. Ja, nutzlos. Dieser Punkt ist mittlerer Bestand. Okay. Also 10. Alles tot. Yes. Dead for us. Jawohl, wird gemacht. Was kann ich denn hier vorne an der Front bauen? Einen netten Bonker, wenn ich nicht brauche. MG-Stellungen. Stockminen. Stockminen bestehen aus einem Betonkörper, der mit Eisensplittern durchsetzt ist. Im Innern des Betons ist eine Bohrpatrone 28 eingesetzt, die durch einen Stolperdraht gezündet wird. Sie eignet sich gut für die Verteidigung wichtiger Bereiche und Passagen gegen Infanterie. Oh yeah. Oh, wie die alle um die Pack 40 hinten rum. Ich weiß, 4 Mann stehen hinten um den Verschluss rum. Wisst ihr was? Ich mach die Brücke dann hier oben wieder. Ich mach die Brücke hier oben wieder ganz. Alter, ist das derbe. Hier kommt kein Panzer mehr durch. Ja, das glaube ich dir gerne. Ja, beginnen mit der Konstruktion. Alter, ihr müsst diese Punkte auch ausbauen. Ich übernehme das zwar jetzt, aber okay. Was müssen wir machen? Ausbauen! Das geht! Wusste ich gar nicht. Ausbauen. Weil da kriegen wir... So kriegen wir schon 18 Munition rein. Und dann jetzt nochmal plus 10 bei beiden. Soll ich das schnell machen? Nee, ich mach das schon. Mein Pionier ist da jetzt schon die ganze Zeit dabei, hier alles auszubauen. Raketen schlagen ein. Nee, Moment. Einschlag. Achtung, Scharfschütze bei mir. Da war ein Scharfschütze, der Scharfschütze ist jetzt tot. Ja, er ist wirklich tot. Boah. Ja, so endet das eigentlich jedes Mal, dass Daniel die andere Flussseite völlig in Rauch auflöst. Und meine Nebelwerfer. Ja, die tun das ebenfalls. Du bist eine echte Nebelzone. Heute ist es neblig. Morgen auch. Ach ja, nö. Und übermorgen auch. Alter Vater, dein Händchen fliegst du hier nach. Weste. Feuer, Nebel auf dem Boden.
Also wenn da irgendwie ein Panzergroßangriff kommt, der wird den Feind nicht sehen. In Klammern dich. Was der jetzt bam, mit seinem Nebel war. Yeah! Los, kümmern wir uns darum. Ich hab den Steward zerstört. Lol. Kill it with fire. Wo ist eigentlich Reichweite von dir? Deinen Panzersperren geht's noch zur Hälfte gut. Okay. Stell hier auf. So, wieder ein Punkt ausgebaut. Es geht weiter. Du könntest ja mal deinen Panzer, deinen Feuchtgrenadier hier benutzen, Daniel. Was? Der kann keine Punkte ausbauen. Nein, du kannst ihn an deine Front holen. Der steht hier einfach nur unnütz rum. Der ist unnütz. Ach, Loch, du hast gerade 6 Mann zum Unnütz dastehen, verdammt. Ihr seid unnütz. Warum? Weil ich es sage. Ihr seid nutzlos. Zu Befehl. Ich höre nichts. Wir warten darauf, gegen den Feind zu gehen. Ich höre nichts. Bewegt euch endlich. Ich höre nichts. Ich bin Peter Griffin. Geschützmannschaft bereit. Alter, guckt euch diese Menschenknäuel an. Das Geschütz ist geladen und bereit. Ups. Lol. Ich hoffe, da kommt jetzt eine Granate rein. Ich habe aus meiner eigenen Truppen gerade bin ich leicht am Rost. Ups. Yo, wie hast du denn das? Ach so, du hast den normalen. Du hast den flachen Winkel genommen, oder? Ja, die können nur so schießen. Das heißt, das ja. Wenigstens hast du ein Stück der Brücke zerstört. Ernsthaft, er hat seine Brücke. Oh oh. Jetzt werden sie entweder bei dir stärker anrennen, David, oder bei mir auch noch ankommen. Also die 88er, die 75 mm. Müsste. Nett, eine 88. Salve eingeleitet. Wieso hört ihr eigentlich jedes Mal auf, die Brücke zu reparieren? Ist mittlerweile schon 5 Nebelwerfer. Naja, tötet alles, was euch in den Weg. Wo schießt du denn hin? Ach da. Oh! Holy shit! Scharfschütze! Nicht mehr! Lange halten es meine Panzerabwehr fallen nicht mehr aus. Du hast doch 8-8er und Pack. Wir können nun einen Feuersturm unserem Gegner entfesseln. Das ist Bullshit. Ach, David, du hast Sanitäter gebaut. Ja. Yo, that's graphic! That's graphic! Klick mal einen der Sanitäter, die zum Sanitätsgebäude gehören, an. Dat Bild, dat Graphic. Alter. Mutation im schärfsten Sinne. Yo, setz alles in Brand, Daniel. Yeah. Nein, David, ich möchte dich nicht rauswerfen. War ja mal ein Versuch wert. Okay, deine Panzersperren werden bald draufgehen und wenn das passiert, was ich befürchte, dann ja. Halleluja. Dann staut der da drüben gerade ganz schön viele Panzer auf. Alter, wie passt ihr da alle hin? Sie stehen alle in grüner Deckung, ganz eng zusammengedrängt. Sie wollen halt leben, weißt. Nein, sie wollen vorne töten. Und immer wieder versuchen, jetzt über die nicht kaputtbare Brücke zu rennen. Klappt nicht. Jetzt warten, bis ich wieder mehr Munition habe, glaube ich. So, die letzten beiden Punkte ausbauen, dann habe ich alle Punkte ausgebaut. Guck, wie viele Geschütze jetzt feuern. Nee, bei mir oben sind auch ein paar Punkte nicht ausgebaut. 3 Geschütze feuern. Was ist das dann?
mit Punkten zum Ausbauen. Der ist ausgebaut, der ist ausgebaut. Ja, das dürfte es dann gewesen sein. Ach, halt die Klappe, Uhr. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.